Wenn man sich so umschaut, könnte ExpressVPN im Jahr 2024 zu nutzen entweder ein Fehler sein oder es könnte deine Sicherheit unantastbar machen. Es gibt jede Menge Reviews und Meinungen in Foren, die eine der beiden Sichtweisen stützt. Ich habe mir deshalb mal eine Menge davon genauer angeschaut und nach vielen, vielen eigenen Tests werde ich hier und heute feststellen, was wirklich Sache ist. Von den Gebühren über die Leistung bis hin zum Kundensupport wollen wir mit diesem ExpressVPN Review beginnen. Alright, die häufigste Beschwerde, die mir über den Weg gelaufen ist, war der Preis. Denn ExpressVPN ist zu teuer, sagen einige User und diesen Usern sage ich ja, recht habt ihr, es ist tatsächlich ziemlich teuer. Der Einstiegspreis ist direkt schon ziemlich happig, wenn wir zum Beispiel ExpressVPN mit NordVPN vergleichen und noch happiger, wenn wir uns Surfshark im Vergleich ansehen. Aber wir werden in diesem Video noch rausfinden, ob dieser Preis vielleicht trotzdem gerechtfertigt ist. Ja, und falls du diesen Anbieter selbst ausprobieren willst, werden dir unsere Rabattangebote aus der Videobeschreibung helfen, den besten Preis bzw. Deal zu bekommen. Was ich ExpressVPN aber definitiv zugutehalten muss, ist, dass es eine kostenlose Testversion gibt. Das bieten gewiss nicht alle Anbieter und eine 7-tägige Testphase klingt wirklich hilfreich und gut. Aber um diese Testversion zu erhalten, musst du trotzdem zuerst ein ExpressVPN-Konto mit einem mobilen Gerät, also Android oder iOS, registrieren. Du musst dabei auch deine Kreditkartendaten eingeben, also denk dran, sie im Anschluss wieder zu löschen, falls du nicht dabei bleiben solltest. Und keine Sorge, du bist anschließend dann nicht mehr auf dein Mobilgerät beschränkt. Nach der ersten Anmeldung kannst du dich mit deinem Konto auf jedem beliebigen Gerät einloggen. Außerdem bekommst du eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie, sodass du nichts verlierst, wenn du deine Meinung doch noch änderst. Ein weiterer interessanter Aspekt von ExpressVPN ist, dass es keine unterschiedlichen Tarife gibt. In deinem Abo ist ganz einfach direkt schon alles enthalten. Du musst tatsächlich nur den Abrechnungszeitraum wählen. Konkurrenten wie NordVPN oder Surfshark hingegen haben verschiedene Tarife mit zusätzlichen Funktionen oder Tools im Repertoire, aber irgendwie gefällt mir der Ansatz von ExpressVPN. Hier bzw. in deren Augen sind wir alle gleich. Cool. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass es keine zusätzlichen Sicherheitstools gibt und dass du mit einem begrenzten Tarif keinen niedrigeren Preis erzielen kannst. Es liegt also ganz an dir, ob dieser Ansatz zusagt oder nicht. Aber falls du dich für ExpressVPN entscheidest, nutze unbedingt den Rabattlink aus der Videobeschreibung unten und hol dir den 12-Monats-Tarif zum bestmöglichen Preis. Also, die Preise sind schon mal in Ordnung. Nicht die günstigsten, aber kostenlose Testversionen und Geld-Zurück-Garantien bieten einen Mehrwert. Überprüfen wir als nächstes also mal die Benutzerfreundlichkeit von ExpressVPN. Wie finden wir sie? Sehr gut. Ehrlich gesagt, es ist zwar vielleicht nicht direkt mein Lieblingsinterface, aber ich mag, wie minimalistisch und sauber ExpressVPN daherkommt. Und alles, was du tun musst, um deine Verbindung zu schützen, ist auf den großen Button in der Mitte zu klicken. Schon bist du mit dem nächstgelegenen bzw. schnellsten Server verbunden. Fortgeschrittenere Nutzer können natürlich aber auch die Einstellungen ändern oder Schnellstart-Websites konfigurieren. ExpressVPN scheint also sowohl für Anfänger als auch für Experten absolut geeignet zu sein. Es gibt da aber natürlich noch deutlich mehr zu entdecken, wie zum Beispiel die Smart TV App für eine bessere Integration auf deinem Fernseher. Außerdem gibt es eine Router-Lösung, die selbst für Anfänger leicht zu verstehen ist. Und schließlich wäre da noch eine ExpressVPN-Erweiterung für fast alle gängigen Browser. Sie ist simpel, übersichtlich und einfach zu bedienen, also gibt es da nicht viel zu meckern. Alles in allem ist es also eine wirklich einfach zu bedienende App mit vielen Möglichkeiten. Und da wir die ExpressVPN-Router-Lösung gerade schon angesprochen haben, wollen wir uns auch noch schnell ein paar andere nützliche Funktionen ansehen, wobei ich ehrlich gesagt etwas mehr für einen so großen Anbieter erwartet hätte. Also nicht falsch verstehen, man bekommt alles, was man braucht, wie zum Beispiel einen Killswitch, um IP-Lags zu vermeiden und auch Split-Tunneling ist am Start, aber eben nichts Besonderes. Split-Tunneling funktioniert mit ExpressVPN aber einwandfrei und ermöglicht es mir, bestimmte Apps von der VPN-Verbindung auszuschließen, je nach Bedarf. So kann ich zum Beispiel gleichzeitig auf meine lokale Bank und auf verschiedene internationale Streaming-Bibliotheken zugreifen, ohne dass der Zugriff auf Websites blockiert wird oder zusätzliche Hürden zu überwinden sind. Zwei einzigartige Aspekte von ExpressVPN sind der Threat Manager und ExpressVPN Keys. Letzteres ist ein Passwortmanager, der einfach gehalten ist, aber eine Zero-Knowledge-Architektur verwendet und auch bereits unabhängig geprüft wurde.
Der Threat Manager blockiert alle möglichen Tracking-Aktivitäten und andere potenziell bösartige Aktivitäten von Dritten, während du surfst. Oh, und diese Funktion wurde aktualisiert und blockiert jetzt auch Werbung, bösartige Websites und sogar Seiten mit Erwachseneninhalten. Ein nettes kleines Tool also, das man im Gepäck haben sollte. Aber ganz ehrlich, Kandidaten wie Surfshark zum Beispiel sind einfach günstiger und es verfügt über eine vollwertige Antivirensoftware, was letztendlich ein wirklich ziemlich leistungsfähiges Tool ist. Eine andere Alternative, NordVPN, enthält einen Adblocker und ein Tool zum Entfernen von Malware sowie Dark Web Monitoring. Was ich damit sagen will, ist, dass ExpressVPN zwar solide Basisfunktionen hat, aber im Vergleich zu den aktuellen Marktführern nicht wirklich mithalten kann. Aber hey, vielleicht brauchst du diese ausgefallenen Funktionen ja überhaupt nicht und bei dir geht es rein um die Sicherheit. Daher die Frage, ist ExpressVPN also in dieser Hinsicht gut? Bevor wir das beantworten, solltest du, falls noch nicht geschehen, noch schnell unseren Kanal abonnieren. Wir versuchen bis Ende des Jahres 10.000 Abonnenten zu erreichen, also sei gerne ein Teil davon. Vielen Dank für deine Unterstützung. Okay, etwas, das vielen direkt ins Auge fällt, ist, dass ExpressVPN von Cape Technologies übernommen wurde. Das ist ein großes Unternehmen, dem unter anderem auch einige andere VPN-Marken gehören und das leider eine zwielichtige Vergangenheit mit Gerüchten über die Verbreitung von Malware hatte. Tja, und du kennst das Hauptargument. Großes Unternehmen, da geht's nur ums Geld. Kannst du ExpressVPN also überhaupt noch vertrauen? Ja, ich hatte zwar auch meine Bedenken, aber ExpressVPN hat sie alle widerlegt. In all den Jahren gab es keine besorgniserregenden Zwischenfälle mehr, keine größeren Preiserhöhungen, keine Qualitätseinbußen oder andere ungute Entwicklungen. Tatsächlich ist die Sicherheit sogar noch besser geworden. Denn sie haben ein Bug-Bounty-Programm eingeführt, das es Nutzern ermöglicht, ihre Sicherheit selbst zu erforschen bzw. auch zu knacken und dafür bis zu 100.000 Dollar Prämie einzusacken. Kein Scherz. Und mal ehrlich, zwielichtige Unternehmen geben selten einfach so Geld aus. Was die grundlegenden Funktionen angeht, so verfügt er über eine AES-256-Bit-Verschlüsselung nach Industriestandard, einen Killswitch gibt es und alle Server hier sind ausschließlich RAM-basiert. Letzteres bedeutet, dass diese Server nach jedem Neustart alle Informationen löschen, was wiederum bedeutet, dass keine deiner Daten gespeichert werden. Und das ist auch das, was ExpressVPN dir mit seiner No-Logs-Politik verspricht und es rechtfertigt diese Behauptungen mit mehreren unabhängigen Audits. Und man muss sagen, dass ExpressVPN schon eine ganze Menge Audits durchlaufen hat, etwa 12 für verschiedene Bereiche, Datenschutzerklärung, mobile App, auch für das Lightway-Protokoll zum Beispiel. Das Unternehmen ist also fest entschlossen, seine Behauptungen auch zu beweisen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Gerichtsbarkeit eines VPNs. Selbst wenn ein Anbieter verspricht, keine Daten zu sammeln, können die Gesetze des Landes etwas anderes besagen. Am besten vermeidet man also Länder, die zu einem Geheimdienstbündnis gehören, wie zum Beispiel die Nine-Eyes-Allianz, wobei ExpressVPN glücklicherweise zu keinem dieser Bündnisse dazuzählt. Deren Gerichtsbarkeit, die britischen Jungferninseln, ist wirklich datenschutzfreundlich. Also ja, ich denke, wir haben gesehen, warum ExpressVPN auch im Jahr 2024 noch definitiv als sicher einzustufen ist. Aber sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich willst auch du mit dem VPN noch etwas mehr tun. Zum Beispiel streamen oder torrenten. Und für beides brauchen wir stabile und schnelle Geschwindigkeiten. Need for Speed quasi. Aber gut, Spaß beiseite. Ich habe die Leistung von ExpressVPN an 3 verschiedenen Orten getestet. In Deutschland, Großbritannien und Japan. ExpressVPN verfügt über mehrere Tunneling-Protokolle. Es hat sogar sein eigenes, speziell entwickeltes Protokoll namens Lightway. Und wir werden uns in diesem Test nur auf dieses Protokoll konzentrieren. Oh, und kleine Randnotiz. Deine ExpressVPN-Speed-Test-Ergebnisse können selbstverständlich von meinen abweichen, je nach Standort, Tageszeit und vielen anderen Faktoren. Das nur als Anmerkung. Aber prozentual sollte die Aufrechterhaltung der Verbindung jedes Mal ungefähr gleich sein. Du kannst alle meine Ergebnisse auf dem Screen sehen und meine Geschwindigkeit lag bei etwa 86% meiner Ausgangsgeschwindigkeit. Natürlich war der Geschwindigkeitsabfall auf dem japanischen Server deutlich stärker, aber selbst dann hat er mein Surf- oder Streaming-Erlebnis nicht negativ beeinträchtigt. Wenn man sich aber mal den gesamten VPN-Markt ansieht, ist ExpressVPN trotz des eigenen Protokolls nicht das schnellste. NordVPN und Surfshark sind in den meisten Fällen schneller als ExpressVPN.
Und da ich Streaming jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, wollen wir uns auch das noch kurz genauer ansehen. Um es vorwegzunehmen, ExpressVPN hat Server in 105 verschiedenen Ländern. Es eröffnet also eine große Auswahl an Streaming-Bibliotheken. Aber die meisten VPNs haben immer noch Probleme, einfach auf die Streaming-Plattformen selbst zuzugreifen. Tja, aber ExpressVPN scheint dieses Problem nicht zu haben, denn es funktionierte bei mir mit jedem einzelnen Land oder jeder Bibliothek, die ich getestet habe. Okay, klar, hin und wieder gab es ein paar Pufferungen und Ladevorgänge, aber insgesamt war das nicht wirklich der Rede wert. Übrigens, 8 gleichzeitige Verbindungen erlauben dir gleich deinen ganzen Haushalt zu versorgen, falls Streaming oder Online-Sicherheit nicht nur für dich Thema sein sollte. Oh ja, und außerdem gibt es auch noch eine interessante Media-Streamer-Funktion. Sie ermöglicht dir den Zugriff auf geobeschränkte Bibliotheken, auch auf TV-Geräten, die nicht VPN-kompatibel sind. Das ist also ein wirklich tolles Tool, besonders wenn du einen älteren Fernseher besitzt. Es funktioniert zwar nicht immer zu 100% reibungslos, aber mit ein bisschen Rumprobieren lässt sich das Problem eigentlich immer beheben. Okay, und noch ganz schnell zum Thema Torrenting mit ExpressVPN. ExpressVPN erlaubt das Torrenting auf all seinen Servern und bietet damit eine sichere und private Umgebung für mein P2P-File-Sharing. Da ExpressVPN eine hohe Geschwindigkeit und keine Bandbreitenbegrenzung bietet, war das Torrenting während meiner Testphase ein Kinderspiel und ich musste keinerlei Probleme feststellen. Außerdem haben wir einen 24/7 Kundensupport, der per Live-Chat oder E-Mail erreichbar ist. Ich habe den Live-Chat-Support ein paar Mal getestet und wenn du nicht erwartest, dass du innerhalb von 5 Sekunden die richtige Antwort bekommst, ist er wirklich hilfreich. Die Mitarbeiter sind respektvoll und schicken dir keine super schlauen Links mit, denen du dein Problem dann doch selbst lösen darfst. Sie versuchen wirklich zu helfen. Okay, zum Abschluss also nochmal die Frage: Ist ExpressVPN es im Jahr 2024 noch wert? Tja, es ist zwar etwas teurer und es fehlen ein paar zusätzliche Funktionen, aber es ist trotzdem ein sehr sicheres VPN-Tool. Es scheint bei allen Streaming-Seiten, die ich getestet habe, die nötigen Wunder zu bewirken und die Leistung macht das tägliche Surfen reibungslos. Schnapp dir also ExpressVPN mit unserem Rabattlink aus der Videobeschreibung oder nutze die Rabatte für die Alternativempfehlungen, die ich schon genannt habe. Alright, danke, dass du dir mein ExpressVPN-Review bis zum Ende angesehen hast. Ich habe versucht, mich so kurz wie möglich zu halten. Falls du aber trotzdem noch Fragen oder Anmerkungen hast, hinterlasse unten gerne einen Kommentar. Wie immer gilt, abonniere unseren Kanal, damit wir stetig weiter wachsen und du ständig weitere Inhalte zu den besten VPN-Anbietern findest. Okay, das war's für heute. Ich sag tschüss und bis bald. Danke fürs Interesse.